So, wir spielen mal wieder Gothic 1 mit der Modifikation Dunkle Geheimnisse. Wir haben in der letzten Folge bei Tengor ein wichtiges Buch abgeholt. Den Hinweis hatten wir vom Eremiten bekommen. Und jetzt wollen wir mal das Buch lesen. Wobei, ich muss das Buch erstmal finden. Wir haben hier so viele Bücher, da blickt man eh nicht mehr durch. Ich gehe mal davon aus, dass das Buch irgendwo... Krummanin 6, haben wir es doch. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Er ist Futter für die Ratten. Ja. Einen von uns umzubringen war dein letzter Fehler. Oh, das war ein schöner Spruch. Bereite dich auf einen Kampf vor, der nicht gewonnen werden kann. Denke daran, dass das Böse triumphiert, wenn wir nichts tun, um es zu stoppen. Und jetzt? Ja. Keine Ahnung. Erfüllte Missionen, da ist wahrscheinlich irgendwo der Fremde drin oder so. Keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall weg. Da, der Fremde. Ich fand den letzten Folianten. Der letzte Krummanin gehörte Tengor, dem Anführer der Schmuggler. Der Foliant warnt mich vor einem namenlosen Bösen, dem ich bald begegnen werde. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das hier nochmal weitergeht. Ich habe das ehrlich gesagt vergessen. Wobei ich mich daran erinnere, dass ich die letzten Male bei Dark Mysteries diese Questreihe gar nicht gemacht hatte. Von daher bin ich mir jetzt nicht sicher, was uns wirklich erwartet. Ach, da sind wieder Snapper. Okay. Na gut, dann müssen wir halt dran glauben, ne? Gut, dann gucken wir mal, was wir noch offen haben. Der Alchemist. Bevor wir mit den Feuermagiern sprechen, besuchen wir doch erstmal unseren Freund. Das können wir machen. Und besuchen dann den Alchemisten. Und dann gehen wir nochmal zu dem geheimnisvollen Eremiten. Muss nochmal kurz gucken. Alchemist war ja in der Richtung. Dann gucken wir mal, ob wir uns zum Austauschplatz teleportieren können. Nee, geht leider nicht. Wir können uns gar nicht dorthin teleportieren. Schade, das ist ja ein bisschen ärgerlich. Wir müssen hinrennen. Das ist schade, dass es dafür kein Teleport gibt. Zum Austauschplatz. Den hätten wir schon längst besuchen sollen, den Alchemisten. Wir sollten ja für ihn was besorgen. Irgendwelche Samen, und ich glaube, die habe ich alle gefunden. Ich hatte nun nicht den Alchemisten mehr auf dem Schirm. Wir waren ja richtig besessen davon, Uriziel zu besiegen. Was wir auch geschafft haben. Mit viel Mühe und Not.
Naja. Ja, ich will da nur da hoch. Geht doch. Da ist ja dieser eine Butler, der ist immer noch da. Okay. Der ist nicht mehr da. Ah ja, gut. Wo ist denn der Alchemist? Mein Onkel ist Kräuter suchen gegangen. Eigentlich sollte er schon wieder zurück sein. Er bleibt sonst nie so lange weg. So langsam mache ich mir Sorgen um ihn. Du kommst doch sicherlich viel rum. Könntest du nach ihm Ausschau halten? Weißt du, wohin er wollte? Er wollte irgendwo jenseits des alten Lagers nach seltenen Kräutern suchen. Mehr hatte er nicht gesagt. Ich werde die Augen offen halten. Jenseits des alten Lagers. Ach du Scheiße, das ist ja sehr vage. Jenseits des alten Lagers. Da kommt er eigentlich nur Richtung Sekte oder Richtung Ortgebiet in Frage. Na super. Vielleicht steht was im Tagebuch. Mal gucken. Mal sehen. Der Alchemist ist nicht vom Kräutersammeln zurückgekehrt. Sein Neffe Bippo hat mich gebeten, ihn zu suchen. Er dürfte irgendwo jenseits des alten Lagers sein. Na super. Genauso vage. Jenseits kann ja alles sein. Das ist auch Quatsch, ne? Oh Mann. Gut, dann teleportieren wir uns zu der Arena der Ewigen Flamme. Oder zumindest dort in die Nähe. Tja, da gibt's aber nichts. Dann halt zum Sumpflager. Ja, hier sind man. Die ganzen Fanatiker. Kann man ganz gut sehen, dass die alle da sind. Kann schon sein. Ach, Lester ist ja immer noch in der Festung, ne? Stimmt. Der ist ja immer noch dort. So, neue Viecher gibt es hier aber nicht, so wie es ausschaut. Ah, doch. Also ab und an findet man schon noch was. Vereinzelt, ne? Ah, wisst ihr was, wir können mal wieder mal was anderes anziehen. Ich kann die Rüstung jetzt auch nicht mehr sehen. Hängt mir ein bisschen zum Hals raus. Ich würde sagen, wir machen jetzt schön hier einen auf Black Boy. Sehr schön. Und dazu noch eine andere Waffe. Was nehmen wir denn? Nee, das finde ich jetzt nicht so schön. Haben wir irgendwas anderes da? Irgendwas Dunkles vielleicht? Letzter Rächer. Was damit? Nee, passt nicht. Das gefällt mir nicht wirklich. Was haben wir denn hier? Ja, das ist schön. Zaunstahl. Das passt gut.
zu den Feuermagiern werden wir alsbald aufbrechen. Das hat noch ein bisschen Zeit. Da ist ja Fiddler. Und? Alles klar bei dir, oder? Ich gehe jetzt alleine weiter. Wie du wünschst. Ich warte bei der Arena auf dich. Geh zur Seite! Hast du was zu sagen? Nee, hat er nicht, ne? Okay, dann müssen wir später wieder kommen. Im Moment hat er nichts zu sagen. Ja, okay, dann, wollten wir noch zu dem Eremiten, glaube ich, ne? Ja, das wollten wir, um ihm das letzte Buch zu geben. Sehr schön. Da ist er ja. Du hast dein Schicksal gefunden und meine Reise beendet. Du hast den verlorenen Schlüssel gefunden. Nun werde ich die dunklen Geheimnisse der Vorfahren erkunden. Mein Meister wird mich mit großer Macht belohnen. Der Macht der Vorfahren. Irgendwie tickt er nicht richtig. Hä? Und jetzt? Moment mal, ich speichere mal kurz. Und lese mal kurz hier, was da steht. Der seltsame Eremit ist total abgedreht. Als ich ihm den letzten Chromanin gab, faselte er was von seinem Meister und der Macht der Vorfahren. Das ist wirklich etwas merkwürdig. Wonach suchst du, Sterblicher? Ich sehe dich zum ersten Mal. Wenn du meinst, ich würde gerne... Meine Zeit gehört nicht mir, Sterblicher. Ich bin ein treuer Diener meines Herrn und nur ihm gehört mein Leben. Nur er kann deine Neugier stillen. Allerdings nur, wenn er will. Wo finde ich deinen Meister? Wo das Leben mit dem Tod ringt, in der Grenze zweier Welten, der Sterblichen und der Toten. Wie? Belia belohnt seine Diener und mein Meister ist Blut von seinem Blut. Was ist denn jetzt los? Finde den Tod und du findest meinen Meister. Was für ein Dingens? Finde den Tod und du findest meinen Meister? Nun ist der Eremit verschwunden, aber sein Meister, falls es ihn gibt, muss sehr mächtig sein. Blut von Belias Blut. Ich will gar nicht so genau wissen, was das heißt. Ich glaube, der spricht da von Uriziel oder sowas, weil der war ja richtig übel drauf. Ah, ich glaube, ich habe da was schwach in Erinnerung. Und zwar, wir sind ja den legalen Weg zu den Hütern gegangen, aber es gibt noch einen illegalen Weg. Den haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Das können wir jetzt machen. Ich hoffe, die Zeit reicht noch. Kann natürlich sein, dass es damit zusammenhängt. Erzbrocken? Ist das von uns oder was? Sieht so aus. Oh je, da ist ja alles wieder voll. Mit Viechern. Naja, egal. Das ist traurig, ne? Wie wir sie auf einmal fertig machen, diese ganzen Monster hier. Die Axt? Hä? Die greifen uns gar nicht an, die Axt.
Meine Güte, ist das viel Fleisch. Und hier ist noch ein Ortblatt. Heilkraut. Ich glaube, du willst aussterben. Kann das sein? Die buggen irgendwie ein bisschen rum hier. Die Beißer. Und die Orks, die sind ja gar nicht feindselig. Komisch. Ist mir ehrlich gesagt jetzt im Moment völlig egal. Geben die auch Fleisch ab? Nee. Dann will ich sie auch nicht ausnehmen. So, wir gehen mal weiter. Und zwar in die Richtung. Ich wusste es. Ich hab's mir doch gedacht. Das habe ich mir doch gedacht. Direkt nochmal speichern. Ich hab's gewusst. Der Tod schreit nach deiner Seele, Sterblicher. Glaub ich nicht. Versuch mal, lang genug bei Sinnen zu bleiben, damit ich dein Ende genießen kann. Niemand belästigt meinen Herrn. Ich hab's gewusst. Genau, der hat jetzt die ganzen Bücher. Dann hat er hier noch ein paar Tränke. Die nehmen wir natürlich mit. Wein, Ring des Magiers, Todeshauch und Magierstab. Ja, und die Kromanin-Bücher brauche ich nicht mehr. Der bewacht nämlich den Zugang zu Balayaret. Der müsste hier sein, ja. Und der ist tot. Genau. So sieht's nämlich aus. Habe ich mir doch gedacht. Ja, das war's. Das war alles, was mit diesem Eremiten zu tun hat. Hm. Normalerweise ist ja so, wenn man, glaube ich, Kromanin komplett durch hat in Gothic 1, dann wird man nochmal in die Nebelhöhle teleportiert und da ist irgendwie so ein Meister oder so. Glaube ich zumindest. Was ist denn eigentlich mit dem Orklager los? Wenn wir schon mal hier sind, können wir doch mal kurz gucken. Vielleicht ist da noch irgendwas. Was ist denn hier los? Hallo? Oh, jetzt backt das Spiel rum. Ich komme nicht mehr aus der Animation raus. Wieso schießen die auf mich? Sind die bescheuert? Hä? Was ist denn hier los? Moment, ich kann auch nicht speichern, scheiße. Ich muss jetzt die Animation ausführen. Ja, super, jetzt buggt das Spiel wirklich rum. Ja, ich kann jetzt auch nicht mehr speichern. Super, das ist natürlich blöd. Ich muss mal kurz in den Marvin-Modus. So, einmal F8, dann sollte das wieder gehen. Sind wir jetzt raus aus der Animation? Ja. Okay. Dann werde ich mal eben kurz hier speichern. Und dann teleportieren wir uns nochmal zu dem Orklager. Warum haben die mich jetzt angegriffen, die Chaoten da? Was soll denn das, ey? Heiltrank? Was? Was ist denn hier los? Ja, hier ist ja nichts mehr. Und da drüben müssten ja die Orks sein. Ja, aber da wollte ich eigentlich nicht hin. Naja, egal, komm. Wenn sie Stress machen, gibt's aufs Maul. Aber die greifen mich sowieso nicht an. Das ist auch komisch, ne? Naja. So, dann wollen wir mal mit
Und jetzt? Hey Kleiner, komm mal her. Danke, dass du versucht hast, mir aus diesem Drecksloch rauszuhelfen. Vergiss es. Es stimmt, dass ich Valkyr noch nie überlisten konnte, aber es schadet nicht, es zu versuchen. Ich habe ein Angebot für dich. Wenn das noch ein Versuch auszubrechen ist, dann sollte ich vielleicht... Nein, das meine ich nicht. Wenn Valkyr mich nochmal erwischt, dann bin ich dran. Jetzt möchte ich dir ein bisschen Unterhaltung bieten. Doch wohl keine Orgjagd? Natürlich nicht. Dafür ist später noch genug Zeit. Was hältst du von einem Würfelspiel? Ach, muss das jetzt sein? Sicher, was kann ich gewinnen? Die Regeln sind einfach. Du sitzt auf der Bank und rollst die Würfel. Hier hast du ein paar Würfel. Du kannst so viel einsetzen, wie du willst. Wenn du bereit bist, dann komm zurück zu mir. Bin ich jetzt aber nicht bereit? Ich will jetzt hier mit Valkyr reden. Nicht mit Snow. Es muss doch hier irgendwann hier mal weitergehen. Okay, wir geben jetzt hier die ganzen Orkwaffen ab. Kriegen dafür Erfahrung und ein bisschen Erz. Mach Platz! Wieso geht's hier nicht weiter? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung, ist jetzt auch egal. Wir speichern an dieser Stelle. Und sehen uns dann im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.